Mahlzeit, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute darum, das Wetter ist geil. Also wir haben wirklich richtig viel Sonne draußen. Ich habe hier ein Auto, das ist aber richtig schön dreckig. Und zwar, ich habe mir im Winter bei ATU im Angebot so ein Set gekauft, Trockenwäsche fürs Fahrzeug. Ohne Wasser. Ist natürlich geil, also hört sich natürlich super an. Das heißt, wir können das Auto jederzeit überall sauber machen, ohne irgendwie Wasser verbrauchen zu müssen. Aber was kann das Zeug? Ist das wirklich gut für den Lack auch? Ne, weil wir haben natürlich dreckigen Lack, den sollen wir nicht, der wird nicht vorgelöst über, mit dem Hochdruckreiniger und auch nicht irgendwie durch einen Schaum aufgenommen, um den dann abzutragen. Und so habe ich mir gekauft Edward Racing. Dreier Pflegeset. Damit können wir, so wie es hier drauf steht, Protect and Care, das ist für den Lack. Dann haben wir einmal einen Insektenentferner, so für Stoßstangen und sowas. Und ein Glas- und Felgenreiniger. Ich würde sagen, wir probieren das heute alles mal aus. Mit dem Insektenentferner weiß ich gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob so viele Insekten da vorne am Fahrzeug dran sind. Aber zumindest die Lackpflege und die Glaspflege werden wir auf jeden Fall einmal testen. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Ich habe es mir irgendwann gekauft. Das war im Angebot für einen Zehner, glaube ich. Ich glaube, Normalpreis ist 30. Und ich habe 10 Euro bezahlt beim ATU. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich das Ding wirklich auspacke, nach irgendwie, ich weiß nicht wie vielen Monaten. Wie ihr sehen, hier ist ein schönes Mikrofasertuch drin. Das ist auch sogar recht groß. Also so größer als die die Seitenscheibe von dem Wagen. Ja, und beiseite. Dann haben wir hier den Glas- und Felgenreiniger. Da gucken wir mal, was da so drauf steht. Glas- und Felgenreiniger reinigt Glasflecken, Glasflächen rückstandslos von Insektenresten. Hä? Aber ich habe den Insektenreiniger. Wofür? Naja, egal. Oder sonstigen organischen Rückständen sowie Stahl- und Alufelgen von Ruß- und Bremsstaub. Ohne zusätzliches Wasser. Ja, für Felgen. So, was haben wir hier noch? Kein zusätzliches Wasser nötig. Verarbeitungstemperatur 10 bis 30 Grad. Das hatte ich vorher schon gesehen. Die Karre stand den ganzen Tag in der Sonne. Ich habe den jetzt mal so für eine halbe Stunde in Schatten gestellt, damit der Lack auch ein bisschen abkühlt. Der war nämlich ziemlich heiß. Von daher sollten wir jetzt aber die Temperatur erreicht haben, wo wir das auch anwenden können. Denke ich mal. Was ist hier drin? Methylchloroisatozoa. Und nochmal irgendwas mit Methyl. Ja. Also Chemie. Pure Chemie. Pure Chemie. Richtig geil. Was haben wir hier noch? Wir haben dann den Protect and Care. Das ist dann die Lackpflege. Also der Lackreiniger im Endeffekt. Und dieser reinigt Oberflächen rückstandslos von leichtem bis mittleren Verschmutzungen und sonstigen Rückständen. Ich sag mal, das ist mittlere Verschmutzung. Viel Staub eigentlich nur. Aber ich zeige euch das gleich nochmal. Es bleibt eine glänzende Schicht, die den Lack pflegt und konserviert. Auch 10 bis 30 Grad Verarbeitungstemperatur. Keine Anwendung auf erhitzten Oberflächen oder in der Sonne. Nicht antrocknen lassen und vor Frost schützen. Warm, kein Frost. Inhaltsstoffe. Unter 5% nicht-ionische Tenside. Tenside, das sind die Teilchen, die im Prinzip den Schmutz anlösen. In Seife sind auch Tenside drin. In jeglicher Form von Reiniger, also Tenside, die, ja, das sind so Fettlöser, meine ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das sind halt solche Fettlöser, die Fette und sowas anlösen.
Guckt einfach mal auf euren Prielflaschen, müsste das auch draufstehen. Konservierungsstoffe, Duftstoffe, D-Limonene. Also ich denke mal, es wird dann irgendwie nach Zitrone oder sowas riechen. Und auch wieder Methylisothiazolinone. Achtung! Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen. Mit langfristiger Wirkung ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Das ist nicht gesund. Absolut nicht gesund. Nicht fressen, nicht trinken. Nach Möglichkeit auch nicht auf die Haut kommen lassen, das Zeug. Deswegen werden wir uns gleich auf jeden Fall einmal Handschuhe anziehen, wenn wir das benutzen. Und dann gucken wir mal. Und dann haben wir hier noch natürlich den Insektenentferner. Da weiß ich gar nicht, ob wir den gleich brauchen. Und lesen kann ich das hier auch ganz. Ist halt sehr schlecht zu lesen. Reinigt Oberflächen rückstandslos von Insektenresten, Blütenstaub und sonstigen organischen Rückständen. Das trifft sich eigentlich gut, weil die Karre ist voll mit Blütenstaub. Also jetzt ist ja gerade so die Zeit, wo wir überall diesen gelben Pollen, diese gelben, ja, diesen gelben Staub haben. Überall. Die ganzen Karren sind gelb. Sieht scheiße aus. Man kann die Karre jeden Tag waschen, theoretisch auch zweimal am Tag. Sobald man unterm Baum steht oder überhaupt nur in der Nähe eines Baums oder das Fahrzeug nur in Baumrichtung steht, wird das Ding versaut. So, was haben wir hier noch? Anwendung. Auf die zu reinigende Fläche auftragen, einwirken lassen, danach gründlich mit einem saugfähigen Mikrofasertuch. Mikrofasertuch. Nachwischen. Nach mehreren Anwendungen Mikrofasertuch wechseln. Ich kann es auch waschen. Naja. Auch nicht auf erhitzten Oberflächen, nicht antrocknen lassen, etc. Ist das gleiche Zeug drin hier. Tenside, Konservierungsmittel, Duftstoffe und dieses Methylzeugs da. Und Duftstoffe. Ja. Sehr interessant. Achso, hier, um es direkt mal zu zeigen, hier haben wir so ein kleines Dingen. Damit öffnen wir die Flasche. Jetzt ist er offen. Das steht auch oben auf der Seite drauf. Wobei es eigentlich egal, in welche Richtung. Wenn es nach vorne zeigt, ist es zu. Wenn es zur Seite zeigt, ist es offen. Ja. So, dann würde ich sagen, legen wir jetzt mal los. Wir gehen als erstes zur Motorhaube und da würde ich sagen, behandeln wir erstmal die eine Hälfte der Motorhaube und schauen uns dann das Ergebnis mal sofort an. Und danach werde ich einfach mal das ganze Auto trocken waschen. So, ich würde sagen, wir beginnen auch direkt einmal mit dem Insektenentferner, der ja für das Blütenstaub, ja, gegen Blütenstaub sein soll. Von daher würde ich sagen, sprühe ich jetzt erstmal die Hälfte der Motorhaube hier ein, lass das kurz mal einwirken und dann wischen wir das mit dem Mikrofasertuch einfach mal ab. Vorher ziehen wir uns natürlich unsere Handschuhe an. Ja, bevor wir mit dem Zeug in Kontakt kommen, ist wahrscheinlich nicht so geil, deswegen Handschuhe an. Sowas sollte man sowieso immer da haben. Diese Nitrilhandschuhe, der 100er Pack kosten 8 € oder so gefühlt. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los und gucken mal, was da runterkommt. Könnt ihr jetzt schon sehen. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht aussagekräftig, weil die Karre war halt dreckig. Deswegen war ja zu erwarten, dass da was runterkommt. Das ist jetzt kein Teleshopping-Kanal, wo Kratzer rauspoliert werden, die auf einmal plötzlicherweise weg sind, obwohl sie bis auf die Grundierung runtergeschliffen waren. Was natürlich nicht funktionieren kann. Also wer sich Politur aus dem Baumarkt bzw. aus dem Teleshopping holt,
darf da eigentlich nichts erwarten. So, und das ist jetzt nur die halbe Motorhaube, die hier runtergekommen ist. Wir sehen trotzdem, dass er nicht alles angelöst hat. Also ich habe hier immer noch so ein paar, weiß nicht, ich glaube das ist auch von Bäumchen, irgendwie so verharztes Zeug. Gut, das kriege ich mit dem Finger, kriege ich das runter, aber mit dem Lappen habe ich es nicht runterbekommen. Alles halb so wild. Jetzt haben wir die Seite mit dem Insektenreiniger behandelt. Von daher würde ich jetzt sagen, nehmen wir uns die Lackpflege und gucken, was die Lackpflege jetzt noch hinbekommt. Gleiches Spielchen, halbe Motorhaube hier einsprühen. Und riechen tut es tatsächlich nach Zitrus, so ein bisschen. Also wie wir sehen können, also es ist nicht viel, also nicht so schlimm wie vorher. Hier sieht man noch ein bisschen, aber das ist wahrscheinlich von der anderen Hälfte. Und so ein bisschen nimmt er hier noch runter. Okay. Ich sag mal so, das ist so halbwegs sauber, aber gut. Das hätte man auch mit einer Waschanlage hinkriegen sollen. Aber das Wichtige hieran ist, aber das Ziel ist es ja einfach, das Auto wasserlos zu waschen. Sauber machen tut er es auf der Seite. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Ich gucke einmal hier mit der Kamera. Ja, man sieht, hier ist noch Dreck und das ist die saubere Seite. Deswegen könnt ihr euch da selbst ein Bild von machen, was ihr davon haltet. Ja, und ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier weiter. Ich werde jetzt mit dem Insektenentferner nochmal die Motorhaube komplett einsprühen. Den Rest lasse ich ohne Insektenentferner. Dann nehme ich jetzt nur diese Lackpflege und mache das Auto jetzt einmal sauber. Und dann gehen wir einmal rum und gucken uns das Ergebnis dann am Ende mal an. Zwischendurch werde ich dann auch einmal die Scheibe noch sauber machen. Dann sehen wir uns hierfür gleich wieder. So, hier sehen wir, das ist der ganze Vorderbau. Hat natürlich schon ein bisschen was runtergenommen, ganz klar. Aber wenn wir jetzt hier vorne gucken, also hier ist immer noch sehr viel angelöst, aber er hat es nicht mit runtergenommen. Selbst mit dem Nachwischen ist es schwierig, das sind so kleine Baumharzflecken noch. Hat er jetzt nicht alles runterbekommen. Gucken wir mal, wie das jetzt mit der Lackpflege, da gehen wir jetzt noch einmal drum, wie das dann aussieht. Und dann sprechen wir mal über das Gesamtergebnis. So, jetzt bin ich mit dem ganzen Vorderbau fertig. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ergebnis jetzt schon mal an. Weil ich muss jetzt nicht das ganze Auto sauber machen, um euch das alles zu zeigen, sondern es reicht ja schon, wenn ich hier vorne jetzt einmal alles fertig habe. Gehen wir jetzt einmal kurz rum und dann begeben wir uns mal an die Frontscheibe, die ist auch sehr staubig. Gucken, was der Glasreiniger kann. So, jetzt gucken wir uns mal hier am Kotflügel entlang. Also es ist sauber auf den ersten Blick, also hier ist noch eine Kleinigkeit. Wir sehen, hier ist noch ein größerer Fleck. Es geht aber mit dem Finger auch, lässt sich das anlösen. Deswegen weiß ich nicht, wieso er das nicht wegbekommen hat. Und hier haben wir immer noch diese Harzflecken, so ein bisschen. Da genauso. Hier nochmal, hier auch und da und eigentlich ist die Motorhaube sauber, aber nicht rein. Jetzt
gucken wir uns vorne hier an der Stoßstange mal ein bisschen. Und da sehen wir ja wirklich überall noch diese kleinen Flecken. Das hat er tatsächlich nicht runterbekommen. Ist natürlich die Frage, ob das das geeignete Produkt für solche Verschmutzung ist. Das Fahrzeug ist halt wirklich dreckig. Aber naja, da reden wir jetzt gleich mal drüber. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal auf die Frontscheibe und gucken uns da mal an, was wir da so runterbekommen. Legen wir das mal beiseite und nehmen uns mal hier jetzt den Glas- und Felgenreiniger. Klappen mal die Dinger hier hoch. Und ich würde sagen, Hardcore. Einfach mal drauf, wieder auf die Hälfte. Da würde ich sagen, das riecht auch schon recht aggressiv, das Zeug. Von daher bin ich mal gespannt, ob er den ganzen Dreck da auch vernünftig angelöst bekommt. Der Großteil ist natürlich nur Blütenstaub und allgemein Staub halt. Aber hier haben wir zum Beispiel so ein bisschen Vogelkaka oder sowas. Und hier im unteren Bereich, wo die Scheibenwischer die Parkposition haben, da war es natürlich auch sehr dreckig. Und da gucken wir jetzt gleich mal, wie das ganze Ding in sich schlägt. Ich lasse es jetzt nochmal kurz einwirken und dann wischen wir ab. So, jetzt wischen wir einfach mal ab. Fangen von der Mitte an. Wir sehen, Dreck hat er natürlich runtergenommen. Das muss man ihm lassen. Aber wie wir sehen können, hier hat er den Dreck nicht gelöst bekommen. Hier genauso wenig und da unten auch nicht. Und das sieht sehr verschmiert aus. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal anzieht und dann weg ist, aber man sieht hier überall die Schlieren von dem Mikrofasertuch. Dazu muss man sagen, das Mikrofasertuch war ja natürlich sauber soweit. Aber nee, das ist alles angetrocknet. Also da haben wir jetzt überall Schlieren. Die kriege ich auch so mit dem Finger gar nicht weg. Vernünftig. Hat er überall Schlieren hinterlassen. Gucken wir, ob wir jetzt noch einmal hier leicht drüber gehen. Ne, die Schlieren, die gehen nicht weg. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich zeige euch das mal noch ein bisschen näher. Natürlich schlecht auf der Kamera, aber Fakt ist, wir haben hier überall vertikale Schlieren in dem ganzen Bereich, wo wir gewischt haben. Den Dreck hat er auch nicht vernünftig lösen können. Hier haben wir ja, das sind einfach nur Steinschläge. Hier hat er auch noch Dreck, das ist richtig klebrig, hat er nicht vernünftig gelöst bekommen. Ja, ich mache jetzt nochmal die andere Seite, damit die Scheibe wenigstens sauber ist, so halbwegs. Ja, und ich muss tatsächlich sagen, hier im Lackbereich, je nachdem wie wir hier den Winkel haben zum Gucken, habe ich immer noch Schlieren. Also das sind wirklich, ist wirklich viel, viele Schlieren hier noch, hat er nicht richtig angezogen. Aber ich würde sagen, wir resümieren einmal. Ja, wir resümieren einmal. Wir haben jetzt den kompletten Vorderbau sauber gemacht. Plus die Frontscheibe auch gereinigt. Und ich muss tatsächlich sagen, das Set, wenn man es jetzt wirklich zum offiziellen Preis bei ATU kauft, das sind 29,95 € oder 99, also knapp 30 Euro für drei Flaschen Lackpflege mit 250 Millilitern, wo ich jetzt wie beim Insektenreiniger sagen muss, nur für vorne, und das ist ein kleines Auto, das Mazda MX-5, das Auto ist klein,
Ich glaube, das ist gerade mal 4 Meter lang oder so, gefühlt, nicht, vielleicht sogar kürzer. Fast. Und die Flasche ist. Von oben rein. Die Flasche ist halb leer. Also die Flasche ist halb leer, das heißt, wir bekommen damit einmal ein Auto sauber gemacht. Dann bleibt vielleicht noch ein bisschen übrig. Also wir kriegen damit definitiv, also da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass wir damit keine 2 Autos komplett waschen können. Je nach Verschmutzungsgrad. Also wenn ich das Zeug natürlich irgendwie auf den Lappen sprühe und mit dem Lappen drüber gehe, geht das vielleicht besser. Aber hier steht es ja ganz klar drauf, dass man es auf den Lack sprühen soll. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, da hier jetzt nicht hundertprozentig steht, wie das anzuwenden ist. Also es steht jetzt nicht, ich soll nur dreimal auf die Motorhaube sprühen, sondern nichts. Also sprühe ich vollflächig ein. Ganz klar, ich sprühe vollflächig ein, das ist leicht einwirken und wische es dann ab. Wenn ich vollflächig einsprühe, Motorhaube, Stoßstange, 2 Kotflügel, ist die Flasche halb leer. Und dasselbe mit dem Insektenreiniger. Das heißt, ich mache das Auto zu Ende und habe kaum mehr was drin. Der Glasreiniger, also der Glas- und Felgenreiniger, der hält dann selbstverständlich länger, sollte er zumindest, weil die Flächen, die ich damit sauber mache, sind nicht so groß. Ich habe eine Frontscheibe, ich habe eine kleine Heckscheibe und 4 Felgen. Ist von der Oberfläche her deutlich geringer als die ganzen Lackflächen an dem Fahrzeug. Von daher würde ich damit wahrscheinlich 2 bis 3 Mal auskommen. Jetzt sehe ich hier, kann man leicht durch die Sonne sehen, so viel ist jetzt noch drin. Ich weiß nicht, ob das Ding jetzt voll war, aber es ist noch, ja, vielleicht so viel jetzt raus. Das heißt, ich kriege so 3 bis 4 Mal. Ja, warte, nee, ich habe, das war ja nur die Frontscheibe. Also ist wahrscheinlich dann auch fast halb leer, wenn wir das einmal jetzt durchhaben. Das heißt, 2 Mal, vielleicht 3 Mal kriegen wir damit Frontscheibe und Felgen gereinigt. Aber naja, ist nicht so geil. Feedback. Ich würde jetzt einfach mal sagen, also das ist jetzt meine persönliche Meinung hierzu, das Auto war natürlich dreckig. Es war wirklich dreckig. Also wurde jetzt wochenlang, sogar ein paar Monate nicht mehr gewaschen. Aber das Ergebnis ist meiner Meinung nach nicht zufriedenstellend. Ich habe hier massiv, also ich sehe es ja von innen hier in der Scheibe, massiv Schlieren, also wirklich richtig hart, sind komplett Schlieren über die ganze Frontscheibe. Ich habe gerade gesehen, auf der Motorhaube waren auch noch überall Schlieren. Und da muss ich sagen, muss nicht sein. Also, ich werde es mir nicht noch einmal kaufen. Ich weiß, es gibt sehr viele andere so Quick Detailing Produkte, die wirklich auch dafür geeignet sind, so ein Auto trocken zu waschen. Hier für das Set 30 Euro sportlich. Für einen Zehner im Angebot, wie ich es bekommen habe, alles in Ordnung zum Probieren, aber ich würde das Zeug jetzt nicht nochmal kaufen. Falls ich irgendwas bei der Anwendung falsch gemacht habe, können sich gerne mal alle in den Kommentaren auslassen. Gar kein Thema. Ich lerne gerne dazu. Wenn ihr Tipps habt, was ich hätte besser machen können, wenn ihr Tipps habt, welche Produkte wirklich besser sein könnten, schreibt es auch in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich mache jetzt dieses Fahrzeug weiter sauber. Ich werde euch das nicht verlinken, da ich das nicht guten Gewissens empfehlen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wahrscheinlich auch noch mal irgendwann ein Video mit dem Wagen. Und würde sagen, schön, dass ihr da wart und bis bald. Ciao.